Seid gegrüßt, Monster Freunde. Ich habe heute mal ein ganz spezielles Video für euch. Und zwar ging es um Folgendes. Es geht um der Platin-Trophäe. Ja. Und ich werde jetzt mal meine Leidensgeschichte, wenn man es nur nennen will, mal erzählen. Und auch mal ein paar kleine Tipps geben. Natürlich nur aus meiner Sicht ein paar kleine Tipps für euch, wenn ihr die Platin-Trophäe haben wollt. Und ja, ich werde euch da mal ein bisschen von meinen Schwierigkeiten erzählen, die ich gehabt habe. Und ja, genau, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, die Platin-Trophäe zu machen. Erstmal zuallererst, wie bin ich überhaupt auf der Idee gekommen, mir die Platin-Trophäe zu holen? Mal ganz am Anfang angefangen, es ging darum, es gab ja einmal diese Flauschhuhn-Quest, ne, wo man dieses Flauschhuhn fangen muss. Und ich kenne da viele Leute, die da über 6 Stunden lang gebraucht haben. Und ich war da so der Meinung, oh, 6 Stunden, boah, das mache ich jetzt nicht 6 Stunden lang in der Wildrumödnis oder im uralten Wald rumrennen wegen so einer scheiß Trophäe. Das war mir einfach zu langweilig gewesen. Und irgendwann hat mir dann ein guter Jagdkollege, der Marcel, einen Trick verraten, wie man das Flauschhuhn bei so eigentlich bei jeder Quest in der Wildrumödnis, also bei jeder Expedition in der Wildrumödnis, sich holen kann. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Der Trick war einfach dabei, nicht zu den Abzerros hinzuschauen und sehr auf die Kamera zu bewegen und sich dann erst umzudrehen, wenn man das Gezwitscher hört. Und ich habe dann auch die Trophäe sofort bekommen. Dann war natürlich die nächste große Hürde. Es gibt ja eigentlich nur 2 Hürden, das sind die einheimischen Lebewesen und die Goldkronen. Den Rest bekommt man eigentlich automatisch, wenn man alles durchspielt. Die anderen einheimischen Lebewesen, die lebendes Fossil, Rex Regenbogen und Borsten für alle, waren eigentlich ganz okay. Die habe ich schon nach einer halben bis dreiviertel Stunde, also 15 bis 20 Quests bekommen. So, jetzt aber nochmal zum Anfang. Wie bin ich dann noch so drauf gekommen? Ich gucke mir immer sehr gerne Gildenkarten von anderen Leuten an und ich habe da auch schon viele JR 200er gesehen, das ist jetzt keine Übertreibung, die Platin gehabt haben. Da habe ich mir gefragt, wie kann ein JR 200er Platin haben? Das geht doch fast gar nicht. Und komischerweise haben eigentlich sehr viele Platin, wo ich mich dann doch dran ein bisschen motivieren konnte. Ja, und viele Jagdkollegen hatten natürlich auch die Platin-Trophäe. Und ein weiterer Ansporn war, dass ich noch vor Monster Hunter Iceborne, denn wenn ihr zum Beispiel Ni No Kuni 2 oder auch andere Spiele kennt, die mit DLCs erweitert werden, oder auch Tomb Raider, eigentlich jedes andere Spiel, gibt es dann auf dem DLC auch nochmal gerne mal 30 Trophäen oder was auch immer. Und da wollte ich echt, bevor Iceborne rauskommt, das mit Monster Hunter, mit dem Base Game beendet haben, weil jeder mir zustimmen muss, dass er dann einfach mal keine Lust mehr hat, die alten Monster noch groß irgendwie jetzt formen zu wollen, weil man von denen echt genug gesehen hat. Von jedem scheiß Monster hat man mindestens schon 80 Stück getötet. Jedenfalls ich. Ja, jetzt erst einmal allgemein zu den Trophäen. Wir haben natürlich hier die erste Reihe, ist eigentlich ganz simpel. Ihr müsst alle optionalen Quests erledigen. Die erste Reihe ist eigentlich der einfachste von allen überhaupt. Die zweite ist sogar noch einfacher. Ihr müsst ja einfach eine Untersuchungen, Arena-Quests, Lager aufbauen, Stegbraten. Also die zweite Reihe ist echt die einfachste von allen überhaupt. Dann haben wir ja die dritte Reihe, sind zum Beispiel einheimische Lebewesen und auch sich einfach seltene Waffen oder seltenes Zeugs anzuformen. Das bekommt ihr vielleicht kurz nachdem ihr es durchgespielt habt, könnt ihr dann diese Medaillen erhalten. Die vierte Reihe ist die härteste, da komme ich jetzt nochmal später drauf zu sprechen. Und die fünfte Reihe, das sind so ein bisschen die Reihe, wo es dann richtig ins Grinden geht, wo ihr dann mehrere Monster oder so richtig oft töten müsst. Also 100 Mehrspieler-Quests, 500 große Monster töten, das ist dann richtig aufs Looten gesetzt, die letzte Reihe. Wo man dann auch mindestens 200 Stunden inventieren muss, ne? Jägerrang mal 2 ist immer die Spielzeit, also das heißt, ihr müsst schon mindestens 200 Stunden für die Platin-Trophäe investieren. Jetzt komme ich erst einmal zum größten Problem der ganzen Sache mit der Platin-Trophäe, wo ich teilweise auch schon fast echte Lust verloren habe, sind die Goldkronen. Ja. Man muss aber nicht von den DLC-Monstern und ganz großen Monstern wie Kulf und so, gibt es ja keine Goldkronen. Und Lunastra wurde erst hinzugefügt. Also nur von den Monstern, die ganz am Anfang dabei waren.
Und ich würde euch raten, da ihr müsst, also was heißt, also ich habe so gemacht, ich habe zuerst alle Drachenältesten gemacht und die restlichen paar Quests dann durch die Grünenform-Quests, weil da habt ihr am Ende ein bisschen eine Erleichterung, da könnt ihr dann chillig den Rest noch erledigen. Ja, und ja, ich komme zuerst erstmal zu den Drachenältesten. Ich muss sagen, mit den Drachenältesten, das ist unheimlich extrem schwer. Also es tut euch mindestens, ne? Allein für die Drachenältesten habe ich will jetzt mal nicht lügen, aber ich habe mindestens um die 40 bis 50 Stunden gebraucht für alle Trophäen. Ja, das hat richtig lang gedauert mit den Drachenältesten. Der Gigante, wird er vielleicht mitbekommen haben, habe ich sehr oft Speedrun gemacht und die Goldkronen habe ich sogar ohne Untersuchung bekommen. Die habe ich in einer stinknormalen Quest bekommen, weil ich den halt so oft gekillt habe. Ihr habt einen Gigante, habt dann 2 Minuten getötet, bis maximal 3, 4 Minuten, ja, wenn ihr euch jetzt bitte mehr Zeit lasst. Aber das ist echt ein sehr einfaches Monster und ich denke, da werden die meisten beide Trophäen haben. Ich würde euch jetzt empfehlen, wenn ihr generell Kronen formt, dass ihr euch Videos anguckt, wie ihr besonders bei den Drachenältesten, wie ihr die Monster messen müsst. Das heißt, ihr guckt zum Beispiel an, meistens ist es so, euer Kopf muss unter den Oberschenkel sein, das ist nicht bei allen Monstern, aber bei vielen Monstern. Und ihr geht einfach, macht eine Untersuchung auf mit einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Das ist der höchste Drop-Chance, die ihr bekommen könnt. Manche sagen auch gehärtete Untersuchungen, aber ich persönlich habe in gehärteten Untersuchungen eigentlich nicht wirklich viel Goldkronen bekommen. Ne? Und ein weiterer Punkt ist, ihr sammelt jetzt zum Beispiel so 20 bis 30 Untersuchungen. Danach macht ihr also ein Backup von eurem Spielstand auf dem Stick. Den Stick legt er auch vor, dass nichts passieren kann. Dann macht er alle Untersuchungen komplett leer, tut die durchmessen und wenn ihr keine Goldkrone dabei haben solltet, tut er den alten Spielstand auf den neuen drüber schreiben, dass ihr wieder die ganzen Untersuchungen von vorne starten könnt. Denn die Drop-Chance ist ja bei jeder Untersuchung dann gleich, aber ihr bekommt halt, bis ich irgendwann halt eine Goldkrone und sehr lange erstmal nicht. Ja, genau. Und das Wichtigste ist halt echt bei den Goldkronen, dass ihr messen müsst und nicht töten, weil wenn ihr tötet, wird er erst gar nicht fertig. Ne? Lasst es bleiben. Was ich jetzt allerdings vergessen habe, ganz am Anfang zu sagen, ist, wenn ihr euch überhaupt Platin holen wollt, also ihr sagt jetzt, ja, ist das Allerwichtigste, ihr müsst erst mal überlegen, wie viel zockt ihr eigentlich Monster Hunter und wie könnt ihr es ertragen, immer wieder eine gleiche Quest zu erledigen. Die erste Frage ist, wie lange zockt. Wenn ich sage, er zockt am Tag 1 bis 2 Stunden, wird es echt schwer mit Platin. Ja, wie gesagt, mit den Drachenältesten, das geht dann richtig in der Zeit. Und ich habe, wo ich die Drachenältesten-Grund gemacht habe, am Tag die 5 bis 6 Stunden gemacht. Und wenn ihr die Platin-Trophäe haben wollt, solltet ihr am Tag mindestens 3 Stunden investieren. 2,5 bis 3 Stunden. Sonst zieht es sich echt ganz schön hin. Ja, Kuschelata Ora würde ich euch mal einen kleinen Tipp geben für der Krone. Ihr müsst den unbedingt im uralten Wald vermessen. Am Anfang wollte ich das nicht, weil ich da ganz schlechte Untersuchungen hatte, aber Kuschelata Ora ist das Monster, was ihr am einfachsten von allen vermessen könnt. Ne, das geht nämlich im uralten Wald östlich hin und dann setzt sich so hin und genau an der Schwanzspitze habt ihr ein Stück Holz liegen mit einer Ausdauerinsektenlarve drauf und bei dem Holzstück guckt der Schwanz vielleicht ganz, ganz, ganz kleines bisschen raus. Und wenn der zum Beispiel das ganz kleine bisschen aus dem Holzstück rausguckt, dann habt ihr definitiv eine Goldkrone. Und Kuschelata Ora war zwar auch sehr schwer zu bekommen, aber es war extrem einfach zu messen. Walhazzak war von allen Goldkronen die schwierigste überhaupt. Für der Quest hatte ich letzte Woche Dienstag angefangen und es hat bis Sonntagabend gedauert. Das sind 6 Tage und ich habe pro Tag den 5 bis 6 Stunden gemacht. Mittwoch habe ich nicht gezockt, aber ich habe ohne Übertreibung alleine für die Goldkrone, also die kleine Krone habe ich so irgendwann bekommen und für die großen Krone habe ich 20 Stunden gebraucht, nur mit Messen. Ne? Und irgendwann war es mir dann echt so blöd geworden, ich habe eine SSD gekauft. Das würde ich euch unbedingt empfehlen als Tipp. Kauft euch unbedingt eine SSD, wenn ihr die Krone farmen wollt, weil sonst geht es echt auf die Nerven und mit einer SSD war das dann für mich dann echt eine große Erleichterung, auch wenn es trotzdem noch relativ lange gedauert hat. Ich habe mir von SanDisk eine geholt, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, einfach 2,5 Zoll, 500 GB oder 1 TB SSD und dann geht es echt ab. Es wird ungefähr eure PS4 wird 10 bis 15 Mal